Bei dieser Aufgabe ist das Originaldreieck und das Bilddreieck vorgegeben. Gesucht ist die Spiegelachse. Wie man die findet, das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ja, in der Aufgabe ist schon vorgegeben, dass das also eine Achsenspiegelung ist, die hier dargestellt ist. Das heißt, wir müssen jetzt nicht untersuchen, ob das stimmt, dass das wirklich eine Achsenspiegelung ist, sondern wir müssen nur die Spiegelachse finden. Das vereinfacht die Sache ein bisschen, denn dann musst du nur für ein Punktepaar die Spiegelachse konstruieren. Du kannst dir also aussuchen, ob du jetzt zum Beispiel diese beiden Punkte hier nimmst, B und B' oder A und A' oder C und C'. Ein dieser Punktepaare musst du dir dann aussuchen. Und dann kannst du die Spiegelachse konstruieren. Ich nehme mal direkt die hier unten, B und B'. Und dann machst du Folgendes, du verbindest die. Und zu dieser Strecke hier zwischen B und B', dazu suchst du die Mittelsenkrechte. Denn die Spiegelachse verläuft immer genau in der Mitte zwischen dem Punkt und dem Spiegelpunkt, also genau mittig dadurch. Und die Verbindungslinie zwischen diesen beiden Punkten hier ist immer senkrecht zur Spiegelachse. Die muss also jetzt hier mitten durchgehen und senkrecht sein. Ja, das ist die Mittelsenkrechte. Die kannst du schon konstruieren. Da brauchst du einen Zirkel. Ich mache das mal hier. Einmal steche ich also in dem einen Punkt ein, schlage einen Halbkreis oder einen Kreisbogen. Ja, und dann verstelle ich den Zirkel nicht, steche bei dem anderen Punkt ein, wieder einen Kreisbogen schlagen und schon habe ich hier die Mittelsenkrechte. Und die Mittelsenkrechte ist in dem Fall also die Spiegelachse zu dieser Achsenspiegelung. Das sollte jetzt die Spiegelachse G sein. Also schreibe ich hier dementsprechend ein G dran. Ja, die ist also genau senkrecht dazu, zu dieser Verbindungslinie. Und das Stückchen hier ist genauso lang wie das Stückchen hier. Du hättest das auch mit jedem anderen Punktepaar machen können. Also das ist jetzt schon so fertig. Ich zeichne nur noch mal zur Veranschaulichung hier die Verbindungslinien ein. Also von A nach A'. Das wäre also genauso gut gegangen, ja. Auch da verläuft also die Spiegelachse senkrecht und mittig. Und auch bei C, C' wäre das also auch gegangen. Auch da verläuft das Ganze mittig und senkrecht. Okay, ich hoffe, es war nachvollziehbar. Schau dir gerne meine anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!